Also das ist ein Versuch. Hier unten befindet sich angefärbtes Wasser mit Lebensmittelfarbe und hier oben drauf eine Schicht Sonnenblumenöl. Und wenn man eine Brausetablette reinfallen lässt, sieht man ganz gut, dass etwas mit dem Wasser reagiert und dass Gase aufsteigen. Und es wird dann durch die Ölschicht, kann man das sehr gut sichtbar machen, dass dort ein Gas aufsteigt, weil man es sonst ohne das Öl würde man es sonst nicht sehen. Oder nicht so gut sehen. Ja, bei mir steht Dr. Matthias Strasser, das Erlebniszentrum Naturgewalt ist auf der nördlichsten Spitze der Liste auf Sylt zu Hause und entstanden direkt an der Nordsee. Mit vielen Ausstellungen und Mitmachelementen und allem drum und dran. Da gibt es unter anderem Meeresspiegelanstieg, Treibhauseffekt, Solarofen, ganz viele Experimente. Und dann habe ich ein Wort gelesen, Albedo-Effekt. Hat das was mit dem Schiff hier zu tun oder ist das eine Wortschöpfung nur von euch? Nein, mit dem Schiff hat das nichts zu tun. Eine Wortschöpfung von uns ist es auch nicht. Albedo hat was mit Eis zu tun. Und das sehen wir hier wunderbar, dass wenn die Sonnenstrahlen auf das Eis treffen, werden sie reflektiert. Das ist ja der Albedo-Effekt. Und wenn nun das Eis zum Beispiel in der Antarktis schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel an, aber zusätzlich wird noch die Fläche, wo die Sonnenstrahlen reflektiert werden, kleiner. Mhm. Und dadurch kommt noch mehr Wärme auf die Erde herunter und dieser negative Effekt verdoppelt sich quasi. Und wenn ich jetzt zu euch hochkomme nach Sylt und will mir das angucken, was sehe ich denn da? Wie erklärt ihr mir das? In einem Film oder kann ich Eis anfassen oder kriege ich ein Eis zum Lutschen und man merkt, wenn es weniger wird, wird es problematischer? Ja, wir haben einen ganz tollen Film, der ist gedreht worden mit Jugendlichen von der Insel Sylt. Die haben in einem 4-Minuten-Beitrag das ganze Thema mit Befragung, so wie du das mit ihr jetzt machst, mit Passanten gemacht und haben das dann auf spielerische Art dargestellt. Mhm. Echter Knaller. Mhm. Was sagen die Leute, wenn die bei euch rausgehen? Sind die völlig sprachlos und sagen, gut, das mal gesehen zu haben oder was kommt da als Kommentar? Ja, die meisten sind wirklich begeistert und sagen, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, hat viele Informationen gebracht und man muss wiederkommen, weil man die ganzen Informationen in einem Besuch nicht erfassen kann. Wie lange braucht man so bei euch, wenn man durchgeht? 3-5 Stunden? Nein, der Schnitt ist 2 oder 2,5 Stunden. Also ein Vormittag oder Nachmittag, wenn ich sowieso Urlaub mache oder wenn ich mal da bin, aber auch wenn ich mit der Klasse bin. Genau, das ist ja.